Tage bis zur Autosinfonie. Aber für Autos keine Durchfahrt mehr. Außer das Auto spielt im Orchester mit. Eine Konzertarena in Weltformat mitten rein ins Herz von Mannheim, wo das Auto das Licht der Welt erblickte. Die Söhne Mannheim sind auch am Start. 5 Tage Zeit für den Aufbau. Neuland für Jens Diefenbach. Im Moment sind wir noch absolut im Zeitplan. Wir haben ein paar kleinere Probleme. Das ist halt dadurch, dass die Anlage ja halt ein Landschaftsdenkmal ist, muss man halt hier sehr vorsichtig agieren. Sieht halt anders aus, wenn man auf dem freien Feld ist. Da kann man mit Staplern und schweren Maschinen halt ungehindert rumfahren. Aber hier muss man halt einfach die Anlage berücksichtigen. Es geht halt teilweise vielleicht ein bisschen langsamer, als man es gerne hätte vom Arbeitsfluss her. Aber wir haben eigentlich genug, also für genug, das mit Manpower entsprechend und Maschinen aufgestockt, sodass wir da entsprechend vernünftig und sorgfältig agieren können. Gestern hat uns die Kollegengruppe 20 Bagi gestellt. Der Komponist Marios Ioannou Elia liebt Baulärm. Damit ist er aufgewachsen. Sein Vater hat eine Baufirma auf Zypern. Das Stöhnen und Dröhnen der Maschinen war der Soundtrack seiner Kindheit. Gerade hier den Platz um den Wasserturm und natürlich die gesamte Friedrichsplatzanlage stellt eigentlich den perfekten Konzertsaal dar. Aber das ist auch ein Problem dabei, das ist dieser Nachhallzeitunterschied. Das heißt, wenn man auf der einen Seite ist, dann bis der Klang auf der anderen Seite kommt, dann vergehen mindestens 2 Sekunden. Aber das habe ich in der Komposition mitgebracht und das habe ich auch so mit komponiert. Und auch, es wurde auch entsprechend, wie die Instrumente stehen und wann sie gespielt werden, auch mitgerechnet, sodass kein Chaos dann entsteht. 600 Quadratmeter LED-Flächen für Videos hängen sie auf. Modernste Technik wird Kunstwerke aus Licht und Laser an Häuserfassaden und in die Luft malen. Horst Hamann, der international bekannte Foto- und Videokünstler, führt Regie über den Platz. Für viele Jahre hat er Mannheim den Rücken gekehrt, lebte in New York. Aber er ist, wie das Automobil, Mannheimer. Die Heimat, ich rieche die Luft, ich schmecke die Luft. Ich kenne viele Leute hier noch und das ist einfach ein Heimspiel auch, was Besonderes. Da drüben? Ah, da drüben sind sie. Also ich war auf vielen Plätzen in der Welt. Roter Platz, Tuilerien, Jardin de Luxemburg in Paris, auch wunderschöne Plätze. Aber ich bin überzeugt, das ist eines der schönsten Plätze der Welt. Ist in der Geschlossenheit, in der Harmonie, in dieser symmetrischen Anordnung ist einfach ein Meisterwerk. Von der Platzanordnung allein schon, mit der wunderbaren Wasserspielanlage. Also, und der Turm selbst ist natürlich auch ein sehr eigenständig architektonisches Gebäude, das wir auch nutzen werden. Das erste Orchester der Welt, in dem 80 Autos mitspielen. Über 200 einzelne Klänge hat ihnen der Komponist entlockt. Das Spiel an den Autos erledigen Mannheimer Schüler. Seit einem Jahr proben sie, angeleitet von Schlagzeugern der Popakademie. In der Ouvertüre gibt es Instrumente wie Bubam oder Olfas. Bei den Genesis gibt es Windmaschinen, dann gibt es Metallfolien, dann gibt es Anklungs, dann gibt es mehrere Daigos, es gibt 4 Marimbaphones, es gibt 4 Snare-Drums, dann gibt es Glocken, Log-Drums, Waterphones, riesige Trommeln, dann gibt es riesige Tam-Tams, riesige Gongs. Er weiß noch nicht, was er finden wird, aber er weiß, was er sucht. Alles, was dröhnt, klirrt, wummt und brüllt, wie in einer Automobilfabrik. Gespielt von 8 Schlagzeugern des Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Es
gibt Instrumente, die in der Partitur der Autosinfonie schon vorgesehen sind, aber auch solche, die der Komponist hier erst entdeckt. Etwas weniger an Obertöne. Mhm. Kürzer. Halt das kürzer ab. Genau, das klingt so wie eine, so auf eine Ablage. Und dann klinge ich euch. Das klingt ähnlich wie ein Kloster, diese Platten, was sie haben. Finde ich schön. Wir haben natürlich im Platz eine Situation, die total anders ist als bei einer Konzerthalle. Deswegen müssen wir auch sehen, welche Instrumente sind dafür geeignet und welche nicht. Wir haben gerade gesehen, also Flaschen, dachte ich mir, sind sehr schön vom Klang. Man hört das als Einzelne sehr schön. Aber wenn man das spielt im Platz, vielleicht bewegt sich die Flasche, ist man nicht so ganz sicher. Keine Ahnung. Das heißt keine Ahnung. Das heißt, ich schreibe in der Partie. Keine Ahnung. Vielleicht ein eher tiefer, würde ich sagen, in diesem Fall. Wie klingt ein Löwe? Ja, schon besser. Bei der Premiere wird das Gebrüll mit feuchtem Putzlappen an der Schnur gespielt. Klingt noch gefährlicher. Jetzt braucht er noch ein Auto von vorne. Ja, das klingt schon besser. Kann man schon? Kann man schon. Vielleicht, weil du eine kleinere. Nichts gegen Austin Seven und Ferrari, aber die haben noch gefehlt. Also jetzt erinnere mich gleich an den Motor. Und wir sind gerade beim Thema. Das klingt immer wie der Motor von vorne. Also wenn man das Auto von dem Motorraum hört, das klingt ähnlich so. Marcus, Benz, all had a vision for the future, my friends. The engine was perfected, design was improved. Welcome to the future, where everything moved. The world was in motion, everything combined. Listen to the music, it'll blow your mind. I and I is the inventor of love, light and sound, and everything between that mankind has found was placed by the almighty inventors, the high priest, love, light and sound, forever is now. Michael Herberger bastelt an den Beats. Zusammen mit Xavier Naidu ist er der musikalische Kopf der Söhne Mannheims. This is the half. Das Automobil. Now? Yeah. It's still one part, but it's somewhat two smaller parts. Yeah. I would suggest that we come in with the choir here also. Do you want the part of the end? Just like Marios Ilia hat 16 Takte Strophe und 16 Takte Refrain in der Partitur freigelassen. Und die werden hier gerade zur Musik. Die Zeit vom Raumtrend. Nein, noch nicht. Das ist Strophe. Den Text gibt es schon längst. Der ist von Xavier Naidu. So, wie wir es den letzten Tag gemacht haben. Ich gleite mit dir über die Erde. Du bist 500 Pferde. Das ähnelt auch an eine Autofahrt. Man sieht links und rechts und man kennt etwas, man kennt dann nicht. Das heißt, etwas zwischen Bekanntes und Unbekanntes. Und genauso diese Veranstaltung ist für das Publikum auch so wichtig, dass sie Bekanntes erfährt in einem unbekannten Kontext und auch umgekehrt. Das er und das Automobil. Scheiße. Wir machen. Wir haben schon darauf geachtet, dass Marius in der Stelle, in der unsere Sänger dann auftauchen, in der Autosymphonik, quasi das Fundament liefert, bei der das Orchester dann die Grundstimmung vorgibt. Das haben wir dann vorab bekommen von ihm. Wir haben drauf geschrieben, also wir konnten dann unseren Input drauf geben und dadurch ist ein schönes Joint Venture entstanden, also quasi eine gemeinsame Komposition. Was hältst du aber davon, wenn wir dann ruhig sind? Dass er die Strophe dann eigentlich, dass das ein bisschen runterkommt, dass er das eigentlich allein singt. Das Automobil. Es ist ein Gleiten auf deinen Reifen. Wurde so manch ein Land. Dirigent Johannes Harneid begutachtet inzwischen sein Orchester. Der Hamburger ist überzeugter Fahrradfahrer. Und er ist wohl einer der wenigen Männer, die bei diesem Anblick keine feuchten Augen bekommen.
Ich bin nicht der Meinung, dass die Autos an sich schon Kunstwerke sind. Es ist ein Gegenstand hergestellt für praktische Zwecke. Also was die jetzt hier machen, jetzt wird hier der Verkehr dafür angehalten, das finde ich ist schon wieder Kunst. Also für eine besondere Situation eine Stadt zu verändern, das finde ich sehr interessant. Und die Autos selber, in der Sekunde, wenn drauf gespielt wird und sie werden zu Musikinstrumenten und so integriert in ein Sinfonieorchester, finde ich auch, werden es Kunstgegenstände. Erste Probe mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und dem SWR-Vokalensemble Stuttgart. Es ist eine Herausforderung sowieso und es ist zuweilen sehr kompliziert. Aber es gibt auch viele Stellen, die sehr schön die Kraft der Musiker nutzen, auch die Kräfte der Sänger. Und er schreibt nicht permanent gegen die Musiker, sondern manchmal nutzt er die gesamte vorhandene Technik, die die sowieso schon beherrschen, und schreibt dann sehr schöne, schwungvolle Nummern, die man sofort spielen kann. Wie ist denn das mit dem Licht jetzt für Sie? Sehen Sie noch irgendwas? Johannes Harneid verehrt Brahms, Mahler und Lady Gaga. Er gilt als der Spezialist für Uraufführungen. Er mag den Nervenkitzel, ihn reizt das Risiko. Ich habe nie das Gefühl, seine Musik ist verkopft. Ich habe nicht das Gefühl, es ist so errechnet, muss jetzt so sein. Ich habe das Gefühl, es klingt sofort. Zum Beispiel die Nummer, die Söhne Mannheims mitmachen. Das hat er sehr klug geschrieben. Das ist jetzt für mich so einfach, das Material, dass die Söhne dann eine Show drüber machen können, wie sie wollen. Und ich kann ihnen sehr gut folgen, weil er das mir geschickt angepasst hat, die Musik. Also er ist ein ganz kluger Musiker. Physisch drücken, dann weiß ich auch, ob der Klang entsprechend schnell reagiert. Das heißt, wäre zum Beispiel wum, 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 wum. Opel GTJ, Baujahr 73. 135 PS, schlechte Straßenlage. Aber wenn er Glück hat, vom Platz weg engagiert für die Sinfonie. Also das wäre Sie versuchen eine Art Melodie zu bauen. Das heißt, Sie überlegen, Sie gehen auf 3000 und drücken, dann vielleicht auf 5 und jeweils mit 3000 bleiben Sie. 5000 bleiben Sie. I'm crazy. Ich glaube, das habe ich oft gehört. Und ich nehme es auch tatsächlich nicht wahr. Weil ich denke, ohne sozusagen eine Vorstellung zu haben, was außer dem, sagen wir, dem normalen Zustand liegt, kann man, ich glaube, nicht seine Ideen umsetzen. Jedes Auto ist so wie ein Schatz und man muss ihn einfach rausholen. Und man muss genauso wissen, wo konnte eben verschiedene Klänge sich befinden und wie kann ich sie auch entsprechend natürlich mit dem Besitzer erklären, sodass mich auch der Besitzer mich hinführt zu dem Klang, was ich eigentlich suche. Toll. Ich suche eigentlich Knallgeräusche, perkussive Geräusche, metallische Geräusche, plastische Geräusche, Holzgeräusche, Luftgeräusche, also richtig die ganze Palette. Wenn man an Elemente denkt, an die fünf Elemente, richtig auch assoziativ daran, die Klänge zu suchen, die dann auch später für die Sinfonie diese fünf Elemente eine Rolle spielen.
mir geht es einfach so, nicht das Auto als Klang darzustellen, etwas Abstraktes, sondern ich will das in eine Emanzipation mit den restlichen klassischen Klangkörpern bringen. Und andererseits, ich will denen irgendwie zu einer hohen musikalischen Ebene bringen. Tremolos am Kühlergrill sind hier unnötig. Der älteste Motorensound der Welt ist Musik an sich. Der 1 PS Viertakter von Carl Benz. Das ist der Wegweiser, das war mir von Anfang an klar. Natürlich, ich bin jetzt so begeistert davon, weil ich dachte mir, es ist natürlich ein 125 Jahre altes Konstrukt. Ich konnte mir auf keinen Fall nicht vorstellen, dass es so hochmusikalisch gewesen sein könnte. Und dieser Wagel war in erster Linie eigentlich als Erfindung, sagen wir, und nicht um des Klanges Willens gedacht. Aber trotzdem, das ist für mich irgendwie mehr Sounddesign dabei. Und was ich noch ganz toll finde, ist eben diesen Viervierteltakt. Ja, ja. Das könnte ich mich ganz gut vorstellen, dass die ganze Sinfonie diesen Viervierteltakt übernimmt. Mit dir diesen Sphären zu verkehren, ist ein Privileg, das du erschaffst. In diesem pharaoischen Käfig, den sich ein Mensch einmal erdacht. Es ist ein Gleiten auf deinen Reifen, wurde so manch ein Land erforscht. Auch du als Wesen stehst auf den Seiten. Mein erstes Wort war Auto und genauso. Nicht Mama, nicht Papa, sondern Auto. Also so ist auch meine Beziehung zum Auto. Ich bin mehr Zeit im Auto, mit dem Auto, als mit irgendwas anderem. Du bist 500 Pferde, wie eine riesige Herde. Xavier hat sich wirklich sehr begeistert gezeigt und er hat mich sogar so oft bedankt, was natürlich auch für mich ein sehr schönes Moment war, wenn man weiß, dass auch die Musik, was man macht, den Mitwirkern und gerade Xavier Naidoo und die Sonne Mannheims ins Herz berührt. Du bist 500 Pferde, wie eine riesige Herde, die vor mir herrennt. Also wenn Musik, die von Autos für Autos geschrieben wurde und wir dann nicht dabei wären, da hätten wir uns wahrscheinlich in die Veranstaltung rein terrorisiert. Used to ride a horse, it used to pull a carriage, but with order rotation the fused the two in marriage. They had a vision, some had a dream, it used to be the piston was driven by steam. Daimler, Marcus, Benz, all had a vision for the future, my friends. Engine was perfected, design was improved, the world was in motion, everything moved. Welcome to the future, where music is combined. And listen, it will blow your mind. I am the inventor of love, light, and sound, and everything between that that mankind has found was placed by the almighty inventors, a high priest, love, light, and sound. Die Castingsieger nehmen den Lift. Aber Knöpfchen drücken können sie noch nicht. Und beim Aussteigen brauchen sie Hilfe. Ja, kein Kratzer jetzt. Ich finde es richtig klasse, dass das Fahrzeug da dabei ist. Dadurch, dass ich musikbegeistert bin und mir eigentlich nichts zu verrückt ist, finde ich das super. Es ist verrückt, aber ich finde es positiv verrückt. Ja. Es ist eine positiv verrückte Angelegenheit. Und ich denke immer, alles, was so ab der Norm ist, ist auch das, was das Publikum und die Menschheit bewegt. Und deswegen finde ich es toll, dass man sowas macht. Ja. Also ich finde es klasse. Zum Fotoshooting geht's da lang, über den Teppich ins eigens für die Stars eingerichtete Atelier von Horst Hamann. Hier wird getrickst, vorab gedreht, was beim Live-Event zu schnell geht. Es geht um Rhythmus im Bild und um Rhythmus von Marius zu folgen und das Ganze auch optisch zu übersetzen, damit es nachvollziehbar wird in der Kürze der Zeit, weil da doch sehr viel passiert auf dem ganzen Areal und bei so vielen Fahrzeugen, bei so viel Instrumentierung, es wird schwer sein zu folgen. Das heißt, deshalb unterstützen wir das mit den Videoaufnahmen. Also so wie es im Moment aussieht, scheint er
ganz dicht zu sein, aber ich gucke noch mal genauer nach. Na, da ist ein schöner Teppich hier. Ruinier. Hilfe. Oh! Scheiße! Oh, das ist jetzt nicht fotogen, oder? Er kommt direkt vom Bankraub. Guck mal hier. Gut, aber man kann das alles rausräumen, das ist nicht das Thema. Alles klar? Der 11CV, Hollywoods Gangsterlimousine, spielt bei Horst Hamann keine Verfolgungsjagd, sondern er klappert mit der Tür. Jawohl, das ist ja genau das. Ja, das reicht ja. Okay, gut. Und Licht. Läuft. Der ganze Platz wird 360 Grad bespielt, nicht nur auf der Hauptbühne, sondern auch auf dem Wasserturm. Auf dem ganzen Platz atmosphärisches Licht. Unter den Autos ist ein LED-Band. Die müssen alle synchron laufen zur Musik. Das heißt, es gibt noch einiges zu tun. Also wir sind noch in der Bildersammelphase, wie man hier sieht. Und es muss halt alles zusammengefügt werden, sodass es Sinn macht. Das Aufwendigste ist Licht setzen, ständig probieren und nachjustieren. 17.000 Menschen sollen auch mit den Augen erleben, wie Autos singen und trommeln. Das kostet Zeit, viel Zeit. Ja, natürlich. Wobei hier ist die Konsole. Keiner ist im Zeitplan, das gab es noch nie. Also insofern bin ich auf der Zielgerade, wir sind alle auf der Zielgerade und der Blick geht nach vorne und nicht mehr zurück. Und ich habe jetzt alle anderen Verpflichtungen abgesagt und bin jetzt nur noch auf Autopilot. Wir das versprechen, dass es das auch keine quasi, warte mal. Wir können ja mal gegenchecken, versprechen. Machen wir hier. Ich glaube, wir sind falsch hier. Nee, das sieht schon besser aus. Notausgang? Also ist es da? Irgendwo lang haben wir nur. 400 Mikrofone bräuchten die Tontechniker, wenn alle Autos live spielen würden. Das ist unmöglich. Daher vorab Tonaufnahmen. Aber nur für die Solisten. Ein Riesenaufwand auch für die Autobesitzer. Doch die macht das noch stolzer auf ihr Baby. Also ist richtig. Also wenn man autoverrückt ist, dann ist sowas einfach schön. Ja, das ist, der Klang ist toll, der Geruch, wenn ich schon in das Fahrzeug einsteige, ja, der Geruch von dem Fahrzeug, der ist einfach klasse. So spitze. Viele Leute sagen, naja, der riecht alt. Für mich riecht der nach Leben, nach, ja, gelebt einfach. Nostalgie, ja, das ist toll. Noch schöner. Das ist aber gemein. Fünfter Akt, Takt 125, Ford Thunderbird Motorhaube. Das war irgendwie der Klick. Der Klick ist komisch, ja? Läuft. Wow, perfekt. Gut. Was hast du gesagt, Marius? Aber es soll schon auf die 4 von dem Takt kommen, oder? Sie sind Pop-Schlagzeuger. Die Zwänge einer bis aufs Tüpfelchen durchkomponierten Sinfonie sind für sie anstrengender als jeder Auftritt. Ein bisschen zu früh. Still is not. Nick Elia, der Bruder des Komponisten, ist extra aus London angereist. Nick ist Elektronikmusikproduzent, mag keine halben Sachen. Er hört Fehler, die im Mannheimer Kfz-Tonstudio unter das Mischpult fallen würden. Not too bad, is it? Well, das kostet Zeit. I don't know. So, I think it's definitely not 100%. Yeah. If you think we can work on it later, we have to. Eigentlich sind an diesem Tag 6 Oldtimer eingeplant, mit Hupen, Blinkern, Handbremsen und Scheibenwischern. Und jetzt sind 4 Stunden rum mit einem Schlag von einer Motorhaube. Wenn Sie so weitermachen, kann Marius Elia seine Uraufführung vergessen. Marius, ich habe gerade mit Herrn Bruder gesprochen. Wir haben jetzt ein Auto, es ist 14 Uhr. Wir arbeiten jetzt seit über 3 Stunden im einen Auto und wir kriegen die 6 heute gar nicht unter. Woran liegt das, ist die Frage jetzt. Was kann man besser, schneller machen, sagen wir? Weiß es nicht.
Zum Gedenken an Karl und Bertha Benz hat der Komponist ein Gedicht von Erich Kästner vertont, mit dem Auto über Land. Kann man einmal nur die Geräusche, also diese Klänge einzeln machen? Ja. Dass man zum Beispiel dieses Pop, 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 Pop. Jetzt mal hören. Genau, machen wir nur mal die vierte Stimme. Genau. Es soll kein Hähnchen klingen. Wie Hühner. Kein Hühner, genau. Seit einem halben Jahr proben die acht Mädchen vierstimmiges Brummen, Tuckern, Bremsen und Hupen. Sie balancieren und dann wieder gehen und dann wieder kommen die auf Steine, also sowas. Was wie quietschende Reifen eines übermütig gesteuerten Kleinbürgerfahrzeugs klingen soll, sind exaktest getaktete Noten mit unkonventionellen Sprüngen, die man erst mal lesen, verstehen und schließlich treffen muss. In deinem Sinne, wenn das fast ein bisschen geflüstert ist. Kann man machen, Onkel. Ja, am Anfang. Ja, okay, probiert's mal. Ei, Onkel Theo bald berichtet, was ihr alles sieht und sichtet. Kästners Theobald und Tante Paula nerven mit ihrem Auto. Das will Marios Ilja hören. Ja, ich mache das wirklich ganz toll. Ich denke, ihr könnt es wirklich so freier machen, lockerer und wirklich sehr theatralisch. Man muss sich nicht so ganz an den Noten jetzt mehr hängen, weil ihr kennt das eigentlich. Genau. Jetzt müssen wir es von dem Papier rausbringen. Versucht das euch, das auch selbst zu tragen. Gesanglich professionell, also doch Marios Ilja muss irgendwie den kleinen Chor zu großem Theater motivieren. Das ist meine eigene Person im Spiegel. Wie hätte er mir begeistert oder wie hätte er mir angetan? Oder wie hätte er mir zum Lachen gebracht? Oder wie hätte er mir genervt, zum Beispiel die Tante Paula? Ja, oder wie hätte er mir auf die Nerven getan? Das wäre der Onkel Theobald. Ja, das ist richtig, ihr schafft eine so vielseitige Welt. Ihr seid quasi auf einer Bühne. Also stellt dir vor, die Staatsoper Stuttgart 100-mal so groß. Genau. So wird es sein. Ja. Ja. Also 100-mal vielleicht sogar. Kein Problem, oder? Kein Problem, ja. Die Pop-Drummer, zurückgeworfen auf zwei Drumsticks und eine Trommelnummer, völlig ohne Melodie. Das ist gleich, also das ist das Gleiche wie hier. Nee, das ist eine andere Note. Ja, das ist das Schwierigste, was die solistische Aufgabe auf den Autos geht. Ja. Also es ist sehr aufwendig und deswegen ist es in der ganzen Sinfonie ein Hauptakt, die besteht allein aus dem Autotrio. Dritter Akt, 9 Schlagzeuger am Aero. 77 Jahre alt ist das kleine Auto. Doch nicht Vergaser und Schwungrad laufen heiß, sondern Louis Ludwigs Kaffeelöffel. Das ist ziemlich laut, ja, aber mit dem Auto drin ist es schon, hat schon Lautstärke. Ja, das ist dann, meine Finger schwitzen jetzt schon. Das heißt, bin ich froh, dass ich diese französischen Sektkorken habe. Die wir dann erst knallen lassen, wenn alles gut gelaufen ist. Gut laufen tut's nicht unbedingt. 90. 1, 2, 3, 4. 2, 2, go, 1. Am schwierigsten sind die Speichen. 1 Millimeter zu weit rechts oder links bedeutet entweder, es klingt nach nichts oder der Schlag verrutscht und wird zum Misston. Die Klangverbitter ein bisschen alle hier. Spielst du eigentlich sehr gut? Spielst du sehr gut? Einfach auf die Wall spielst du hier? Ja, also hier habe ich gerade gespielt. Die klingen nicht so gut. Ich mach das hier. Schräge Töne von den Felgen, ein Drama für den Komponisten. Marios Ilja ist gelinde gesagt beunruhigt. Aha. Okay, try another spike, because probably the spike. Komm hier, komm wir alle another rein. Ausdruck, Dynamik muss her. Oder zumindest die grundsätzliche Technik. Ich glaube, es liegt nicht am Spike. Sondern? Wo denn? Egal, was hat der Autos? An meiner technischen Fähigkeit einfach. Ich glaube, ich kann das. Ich okay. Krieg das auch nicht besser hin, glaube ich.
only Michael for a second, please. Mm-hmm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, Michael, tell me. Was soll ich dir sagen? Was meinst du? Ob ich es hinbekomme? Also, so, das ist so, wie ich spielen kann. Ich denke, viel besser kriege ich es nicht hin. Wenn das nicht reicht, muss ich mal anders versuchen. Ich probiere das jetzt hier mal. Ich kriege mich mal hin und muss das quasi. Yes. Genau so hatte sich der Komponist vorgestellt. Double stroke, please. Sorry? Double stroke, Mama, Papas. Right, aha, right, okay. Left, left. The only way to control this rhythm. Es war anstrengend, wie alles, was neu ist. Aber keiner ist ausgestiegen und keiner will in dieser Minute an einem anderen Ort sein. So sieht es aus, wenn die Arena 100-mal größer ist als die Stuttgarter Staatsoper. Und wenn man 17.000 Zuhörer zum Glück kaum sieht, kann man sich voll auf Singen konzentrieren. Mit den anderen Stimmen dann doch noch gleich zu kommen und im Rhythmus zu behalten, das ist wahnsinnig schwer. Dass wir manchmal Töne treffen müssen, die überhaupt nichts mit den Tönen davor zu tun haben, also das ist manchmal nicht so ganz einfach. Zuerst dachte ich so, wie soll denn das gehen? Schaffen wir das überhaupt? Aber das, jetzt finde ich, es klingt echt cool mit allen zusammen. Und da klingen wir echt wie ein Auto. Spielerisch locker, wie Marius Elia es wollte, ist jetzt keine. Aber freigesungen von den Noten haben sie sich allemal. Und das ist in dieser gigantischen Manege schon viel mehr, als man erwarten kann. Da sonst immer so Weihnachtsstücke oder so gesungen oder halt auch Opern, die halt so harmonischer klingen, und das ist halt was ganz Besonderes mal. Ja, das war echt cool. Mama, das Frühstück ist rundlich für die Autos. Wie viel hast du da im Moment drauf? Mama, 20. Ja, Matt ist eingestiegen, sehr gut. Kurz vor der Premiere sind die Lichttechniker immer noch nicht so weit. Bis zur letzten Sekunde werden Scheinwerfer eingestellt. Danke, Speicher. Die LED muss auch noch, runter mit Helligkeit. Ne? Jetzt sieht Horst Hamann zum ersten Mal, was er monatelang im Kopf zusammengesponnen hat. Das Schöne ist wirklich, dass man es nicht mitnehmen kann. Dass man da sein muss und es erleben muss und spüren muss und hören muss. Temporäre Kunst. Genau. Also die Erde wird zittern. Karl Benz hat gesagt, was hat er gesagt? Der Amboss dröhnt und die Erde zittert. Und die Energieversorger freuen sich. Die Show verbraucht so viel Strom wie 300.000 Elektroherde. Regnen dürfte es jetzt nicht, sonst wäre das Gesamtkunstwerk ernsthaft in Gefahr. Aber läuft auch, ne? Der ganze Obert läuft ja immer mit, ne? Ja, den schalte ich, den schalten. Ja, ja, das ist.
den schalte ich dann immer an und aus. Ja. Muss ich mal gleich gucken. Runter, ja. Aber Wasser gehört schon zur Show. Gigantische Fontänen. Daran hat keiner gedacht bis jetzt. Also, wo wir jetzt, dass ein Mischpult jetzt nicht geschützt ist, war mir nicht klar. Neue Probleme tun sich auf. Ein Hauch Seitenwind könnte Wasser auf die Tontechnik spritzen. Die Fontäne im Finale, ist sie volle Höhe, 40 Meter? Ja, aber es war ja noch gar keine Fontäne jetzt drin. Eben. Es war noch jetzt schon ein Problem. Wenn es jetzt schon ein Problem ist, dann haben wir ein Problem. Wenn es ganz dunkel war, war der jetzt immer noch. Oh, da müssen wir was zurücknehmen dann. Ja. Alles wird exakt durchgeprobt. Nur den Special-Effekt für den Wasserturm, den darf noch keiner sehen. Das ist okay mit dem Beam, ist dann auch der. Mit dem Nebel zurückgehen. Okay, das ist leicht. Es ist vieles neu für viele, aber das meiste wohl für ihn. Ah, gut, nicht so schlecht. Auf 300 Musiker, 80 Autos und eine Lasershow soll er achten. Und dabei ist er nicht mal Herr über Takt und Zeit. Weg. Es gibt ja ein elektronisches Metronom, das wir am Anfang hören auf dem Platz, das sozusagen die alte Zeit symbolisiert. Und da habe ich mich einzutakten, damit ich genau in dieses Tempo komme. Zu schnell! Dam, 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 bam, bam. Nein. Bam. Das ist natürlich gegen den Dirigenten-Ehre, weil eigentlich gibt der Dirigenz-Tempo. Aber ich habe was Verrücktes gemerkt. Ich habe eben so Quatsch gemacht, wenn ich den Timecode quasi dirigiere, bin ich genau präzise. Das heißt, am Anfang war ich passiv und habe die Uhr machen lassen. Und dann habe ich immer gewartet und dann ist es weg. Und wenn ich praktisch alle unter meine Gewalt kriege und auch die Uhr, wenn ich der Uhr sage 34, 36, wenn ich quasi die Uhr hypnotisiere, dass die mein Tempo machen muss, ist natürlich eigentlich eine Machtfantasie, aber dann bleibe ich aktiv. 1, 2, 3, ratati, jam, tip, tatatati. Ah, Chor vergessen, jetzt hat die Tam. Da ratati Tam. Ein Mann, der Uhr gebietet, die Zeit bezwingt und imaginäre Menschen dirigiert. Ein Glück, dass die Putzkolonne schon durch ist. Das verstehe, wer will. Die Nummer ist kein Problem, obwohl es die schwierigste ist. Das ist 4-3. Und ich bin immer richtig. Das versteht wieder kein Mensch. Wenn es kompliziert wird, wird man gut. Und wenn man denkt, doch einfach, Sekunden sind da, dann stresst man sich. Das Finale. Das ist so wie mein Kind, wenn ich das auf der Straße sehe und so erlebt. Ich bin natürlich so, ich fiebere natürlich mit, weil wie das Kind so gut wie möglich geht. Natürlich, das sind so viele Faktoren, die hier gleichzeitig laufen und ich nicht beeinflussen kann. Begeistert. Ich muss mich eigentlich kneifen, weil die Bilder, die man sich ausgedacht hat, jetzt 3D und in die Farbe zu sehen, sind zum Teil fast gar nicht zu begreifen. Man müsste es eigentlich nur festhalten, genießen. Das sind unfassbare Bilder, die kann man sich ausdenken, aber die kann man nicht beschreiben. Das sind traumhafte, magische Momente und jetzt kommt zum ersten Mal alles zusammen. Thank you.
fast zu schade für nur eine Aufführung. Aber das Auto hat sich schon immer seine Märkte selber geschaffen. Peking hat angerufen, will das Konzert. Aber darum kümmert sich Marios Elia morgen.